wir wollten uns das mal ansehen mit der Mühle. Wir sind froh, dass das jemand übernommen hat und das so schön wieder hergerichtet hat. Wir melden uns aus der Oldenburger Mühle von Höfmann Reisen. Hier ist Tag der offenen Tür und sehr viele Freunde und Gäste sind gekommen aus Oldenburg und Umgebung. Es sind viele Gäste da, alle bedienen sich an Kaffeekuchen, an Wurst und an unseren Informationsständen. Alles sehr schön. Eine entspannte Atmosphäre am Sonntag. Hier informiert man sich über neue Reisen oder tauscht sich über vergangene Reisen aus. Das waren unsere Reisen mit der Firma Höfmann. Wir waren in Rom, in Südafrika. Ich bin schon Höfmann-Kunde. Ach, wirklich? Ja, klar. Wir waren vor 2 Jahren in Rom. Wir sind vorletzte Woche auch von der Amalfiküste zurückgekommen. Und wie war's? Herrlich. In Breslau, die Rheinkreuzfahrt. Wir waren, wie gesagt, letzte Woche wiedergekommen, Sonntag, waren 11 Tage in Namibia gewesen, Botswana und Zimbabwe. Das war sehr schön. Auf der Donau waren wir und viele Busreisen. In Prag, damals noch mit Karel Gott. Gibt es keinen Unternehmer, der das also bis jetzt getoppt hat, finde ich. Ja. Also vom Service her einmalig. Ja, auch die Reisebegleiter. Ja. Ja. Dann nach Fehmarn mit Malmö und Wien. Nee. Ja. Überall waren Sie schon? Ja. Und haben Sie noch irgendwie ein besonderes Ziel, wo Sie bald mal hinwollen würden? Prag. Haben Sie so eine Richtung ungefähr? Das macht dann meine Chefin. Ach, die macht das? Ja. Da muss ich die mal fragen. Im Grunde genommen würde ich noch einmal nach Südafrika, wenn es meine Gesundheit zulässt. Also würde ich noch einmal nach Südafrika. Ich bin ja jahrelang selber als Betreuerin dabei gewesen. Echt? Wobei? In den Sommerferienlagern früher. Es ist unbeschreiblich. Und ich träume immer noch davon, wir sprechen also wirklich ganz häufig davon. Ja, was sagen Sie dazu? Ich trage den Koffer. Ja. Da war ich in Griechenland, in Portugal und in Spanien, Marbella, Malaga. Wir sind noch am Überlegen, wahrscheinlich Kroatien. Auch nicht verkehrt. Und Sie waren immer mit? Ich war immer mit. Ja. Mein Mann lässt mich nicht zu Hause. Aber ich wäre schon mal interessiert, hier eine Radtour mitzumachen. Aber es gibt ja auch Motorradtouren. Habe ich keinen Führerschein. Ja, hier haben wir einen Fahrradschlauch mit einem Kompressor, sodass wir auch, wenn wir unterwegs sind, auch die kleinen Reparaturen selber erledigen können. Ja. Und der Reisegast sofort wieder weiterfahren kann. Tja, weiterfahren, weiterfliegen, weiterreisen. Die Welt entdecken. Wir senden liebe Grüße aus Oldenburg und sagen Danke für den Besuch.